Na, ihr Hübschen, kennt ihr diese Stelle noch? Ja, sehr viele von euch werden sie kennen, weil sie euch zum Verzweifeln gebracht hat. Wie kommt man hier nur vorbei? Ja, dazu habe ich extra ein Video gemacht. Guckt auf meinem Channel, dann wisst ihr, wie ihr daran vorbeikommt. Naja, egal. Ich habe mir doch jetzt extra wirklich die Mühe gemacht, bin ein bisschen durch die Gegend gewandert und habe noch ein weiteres legendäres Pokémon gefunden. Nur für euch. Und zwar ist es hier in diesem... ja, Nebeltal, würde ich mal sagen. Oder was es auch mal darstellen soll. Und hier oben ist es auch schon. Nicht gerade schwer, oder? Ja, Desert Cave war immer am einfachsten. Egal, worum es... Da hat jemand die Inschriften vergessen. Oh mein Gott, ein weiterer Hund! Ja, Millie ist vorne. Und ich würde mal sagen... Wehe, der sackt mich auch so an wie der andere. Und los! Oh, diese Musik ist geil. Deserta. Sieht schon mal richtig geil aus, aber weh, es kann auch cursen. Ach, Sandsturm. Okay. Psychokinese. Haha. Ja, Sandsturm, viel Spaß. Psychokinese. Okay. Ja, okay, ist kein Schaufler. Das erspart es mir später, einen Pokémon-Schaufler beizubringen. Aber nein, vergesst es, vergesst es. Ach komm, zwar ist es jetzt weg. Trotzdem ist es besser, als wenn ich einen Attacke einsetze. Es hat keinen Effekt auf mich. Was für ein Zufall aber auch. Ist das nicht so, dass durch Sandsturm jetzt auch die Attackenwahrscheinlichkeit ablässt, dass jemand, ja, dass jemand getroffen wird? Also. Es schläft. Der Sandsturm geht weiter, was ist mir so laut? Deserter. So. Versuchen wir es doch mal. Also es muss auf jeden Fall schlafen bleiben. Okay, ist ausgebrochen. Schläft noch, gut. Aber ich würde sagen, für dieses Pokémon, ich meine, es hat sogar schon den Namen Wüste. Es hat das Wort Wüste im Namen. Wäre es dann nicht irgendwie besser, dass es wirklich in der Wüste wäre und nicht in so einem Nebeltal? Aber da haben die Macher. Aber hey, ich muss... Dazu muss ich sagen, ich habe den Machern noch nicht einmal gratuliert oder einmal was Tolles gesagt. Macher von Pokémon Battlefire, ihr habt richtig geile Arbeit geleistet. Das Spiel ist so hammermäßig geil. Auch wenn es ein bisschen schwer ist an einigen Stellen. Allerdings solltet ihr das mit dieser Steinwand definitiv ändern. Naja, außer ihr haltet alle so schlau wie mich, dass ich da... Na, ich wollte schon sagen, von allein drauf gekommen bin, aber dass ich da halt weitergekommen bin. Natürlich wieder mal durch Xenoxaber. Und nein, es darf nicht aufhören. Sofort schon ausgebrochen, das ist nicht gut. Ach, ich sehe schon, wozu das führt. Ich werde die Aufnahme beenden, werfe einen Pokéball, es ist drin. Und dann rege ich mich wieder auf darüber, dass das jetzt nicht in der Aufnahme drin ist. Oh Gott. Aber wow, das Viech schläft aber auch wie ein Weltmeister. Sofort schon ausgebrochen, das ist uncool. Der Sandsturm legt da langsam aber sicher auf. Versuchen wir es mal mit dem Ultraball. Nein, du warst nicht auf. Ultraball, los! Ach.
Wieso? Ich brauche wirklich Timerbälle. Scheiße, ich habe schon wieder vergessen, sie zu kaufen. Dann brauche ich noch etwas. Ich weiß nicht mehr, welches Item es war, was die Verteidigung von meinen Pokémon erhöht. Aber auf jeden Fall brauche ich da. Jawoll! Mirage-Pokémon, bla bla. Okay. Nein, möchten wir nicht. Okay, damit haben wir... Ich würde jetzt so gerne den Wallhack benutzen, um zu gucken, was da ist. Naja, wohin. Natürlich ist da sowieso nichts, also übrigens mit dem Wallhack solltet ihr definitiv aufpassen, nicht, dass ihr zur Pokémon-Pension geht, euch über diese Mauer da glitscht, wo die Pokémon rumstehen und eins von denen ansprecht. Das solltet ihr nicht tun, denn wenn ihr das tut, kackt euer Spiel ab. So, jetzt, ich glaube, hier gab es die Timerbälle. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Nein, das ist nicht die Stadt mit den Timerbällen. Oder irre ich mich in diesem Punkt? Ich weiß es nicht, also... Da oben, gucken wir doch einfach mal. Also es gab ja nur wirklich eine Stadt, wo es Timerbälle gab, also... Gucken wir doch mal. Okay, es ist dieses Museum. Okay, gut, gehen wir mal ein kleines Interview. Pokémon, Voice, Trainer, Center, Status, Airlock, Battle, Accept. Okay, das sind die perfekten Wörter. Okay, ciao. So, kaufen. Okay, hier gibt's sie nicht. Okay, naja. Gut, auf in die nächste Stadt. Ich weiß, dass ihr unbedingt alle sehen wollt, wie ich die Top 4 wegbashe und ich richtig gemein gerade bin, dass ich es nicht tue. Naja, wegbashen kann ich ja noch nicht, dafür sind meine Pokémon noch ein bisschen zu schwach. Aber ich kaufe mir als erstes Timerbälle, das geht vor. Mann! In welcher Stadt gab es denn Timerbälle? Hier? Das war diese Stadt mit, nicht Sliff... Nein, da... Oder? Doch, ich glaube... Ich glaube, das hier war die Ja doch, das hier war auf jeden Fall die Stadt mit den Timerbällen. Timerball! Repeatball. Ach, fuck, dann habe ich ja gar kein Geld mehr. 15. Wieso habe ich so scheiße wenig Geld? Ach, wahrscheinlich, weil ich mir die ganzen Soda-Pops gekauft habe. Peinlich. Ja. Naja, Leute, dann mache ich wieder einen Schnitt. Das nächste Mal hoffentlich wirklich vor der Pokéliga. Oder vor einem legendären Pokémon. Haut rein, ciao.